Hui, ein neues Bild in der Banksy-Ausstellung. Einfach so, aus dem Nichts. Banker with Cigar kritisiert die fortlaufenden Investitionen in fossile Energieträger, Klimawandel anheizen. Eine halblegale Aktion zum Thema Klima und Banken. Wer könnte das sein? In Basel findet aktuell eine unautorisierte Banksy-Ausstellung statt. Wir haben gedacht, gehen wir mal an und schauen uns das an. Und wo wir so dort sind, da stellt sich heraus, das sind alles nur Siebdrücke. Das sind gar keine echten Banksys. Und damit denkt, das können wir doch auch. Das ist Sarah. Sie macht Amix Designs für die Klimastärke. Sarah, was meinst du? Kannst du einen Banksy fälschen? Ja, komm, das können wir probieren. Zu einem echten Banksy gehört natürlich noch ein, zwei Sachen mehr. Okay, Moment. Jetzt fragt ihr euch sicher alle, wie soll denn das gehen? Man kann doch nicht einfach in eine Banksy-Ausstellung reinlaufen und ein Bild aufhacken. Well, doch. Okay, ist ja gut, ich gebe es zu. Wir haben da noch so ein kleines Extra gebastelt. Wieso haben wir das Ganze eigentlich gemacht? Ja, wegen... Also, und Dings. Macht der Banksy nicht eigentlich normalerweise Graffiti? Chill. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Oder hast du aber wirklich gemeint? Wir machen den Banksy ohne Street Art? Nein. Es gibt da ein sehr wichtiges Detail. Ja, das hast du richtig gesehen. Der 48. Das stimmt doch etwas nicht. Als wir das Bild aufgehängt haben, war das ja noch 3 Tage in der Zukunft. Die Frage ist also, was passiert am 8.4. und was hat das mit dem Klimastreik zu tun? Das ist der Ralph Hammers, der CEO von der UBS. Und ja, das ist ihre Generalversammlung. Wir sind nicht so Fan von ihm, weil die UBS gehört zusammen mit der Credit Suisse immer noch zu den grössten Investorinnen in fossile Energien. Und darum habe ich gedacht, du kannst doch keine dreckige Bank sein, ohne Bank sein. Das ist er jetzt, der neue Banksy. Zwar ein bisschen anders als geplant, aber dafür definitiv einzigartig. Und weil wir ja die herzige Klimajugend sind, haben wir das auch mit abwaschbaren Farben gemacht. Was sich aber nicht so einfach abwaschen lässt, ist die Schuld, die Schweizer Banken an der Klimakrise tragen. Nach neuesten Studien ist der Schweizer Finanzplatz in einem Jahr für etwa 20 Mal mehr Emissionen verantwortlich, als die Schweiz als Land ausstößt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Schweiz. Das ist unser Finanzplatz. Damit hat die kleine Schweiz
als Zentrum von vielen international extrem bedeutenden Banken einen enorm grossen Hebel in der Hand, um weltweit etwas zu verändern. Der Klimastreik hat sich darum für dieses Jahr vorgenommen, den Finanzplatz so richtig aufzumischen. Und für das brauchen wir euch alle. Geht auf klimastreik.ch und leset unsere Forderungen an Schweizer Finanzplatz. Und, kein Tipp, notiert euch den 28. Juli bis zum 11. August ganz fest in eurer Agenda. Aber, Alter, das ist nicht dein Fetisch, die Idee verfehlt. Ja, schaut uns doch eh nicht. Und sonst findet ihr es sicher easy.